Salve Folks, willkommen zurück zum Rennen in Brands Hatch Indy und es ist das vorletzte Rennen der Saison und ein Meisterschaftsmitstreiter, wie auch immer, ist vor uns, nämlich der Fassler. Der steht hier links auf der 4 und dann kommt der Winkelhock hinter uns, da sind wir und dann der Rest, der noch so da im Titelkampf ist, die sind etwas weiter hinten, hier auf Position 13. Also erstmal außerhalb der Punkte-Ränge. Und für uns heißt das jetzt ein spannendes Rennen, hoffentlich in Brands Hatch. Viel Spaß dabei, los geht's. Okay, Kupplung, ersten Gang rein auf die Bremse. Jetzt hier ein bisschen Kupplung und Gas, damit man jetzt einfach die Bremse loslassen kann. Kupplung kommen, aber das war ganz in Ordnung. Hier der Fleischmann, der will direkt mal eng machen. Oh, da links, der geht weit und wir können hier schon mal innen reingucken. Oh, da gibt es Berührung über Berührung. Und jetzt können wir mit Topspeed direkt mal bis auf den dritten Platz vor. Bisschen verbremst und dann einfach wieder rein auf die Linie. Nice, dritter. Jetzt müssen wir natürlich nur noch irgendwie hier die Position verteidigen, weil die Meisterschaftsmitstreiter, die sind alle hinter uns, soweit ich das jetzt überblicken kann. Von daher ganz gute Ausgangsposition, um hier die Führung der Meisterschaft fürs letzte Rennen etwas zu vergrößern. Und jetzt hier nochmal voll konzentriert, wenn wir das jetzt hier nicht mehr wegschmeißen. Dann sehe ich schon, dann sehe ich ganz gut aus fürs letzte Rennen. Bei den Oschersleben waren wir ja letzte Saison auch tierisch stark. Jetzt könnte ich hier schon mal rein, aber der macht die Tür wieder zu außen. Ja, das geht nicht. Jetzt bin ich für die nächste Kurve natürlich außen, da geht es nicht rum. Jetzt habe ich hier ein bisschen Windschatten, aber ich komme auch nicht wirklich vorbei. Hier in der Kurve schon mal gar nicht. Oh, der geht aber früh auf die Bremse. Jetzt muss ich auch nach hinten gucken. Was ich sagen wollte, letztes Mal haben wir ja in Oschersleben gewonnen. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall schon mal gute Karten, auch da wieder gut abzuschneiden. Von daher, wenn wir hier jetzt gut wegkommen aus England, dann könnte das mit der Meisterschaft echt was werden. Jetzt hier nochmal der Versuch reinzugehen, aber der... Ah, da kann... Ah, fuck. Denn die Reifen zu sehr durchgedreht auf dem Körb. Da konnte ich nicht wirklich vorbei. Oben ja ein sehr breiter Körb in der Druids Hill Kurve, auf dem er wenig Traktion hat und hier bremst er immer sehr früh, deshalb hier will ich nicht zu nah ran, sonst fahre ich dem ins Heck. Und jetzt macht er hier außen dicht. Oh. Da habe ich auch schon mich im Gras gesehen. Drei Minuten etwa um. Oh, 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 oh. Aber jetzt bin ich vorbei. Merkt ihr, dass wir die Räder durchdrehen? Boah. Aber jetzt bin ich vorbei und jetzt verbremse ich mich natürlich direkt. Oh Mann. Jetzt fahren wir bloß nicht innen rein. Muss ich Kampflinie fahren, der hängt mir immer noch dicht am Sack. Okay, Position 1. Oh. Beim Anbremsen fast das Auto verloren.
Der mit maximalem Speed durch. Aber ich werde ja noch nicht los, war. Boah, der hängt mir immer noch am Sack. Hier in der Kurve bin ich immer ein bisschen schneller. Hier in der Kurve könnte ich auch noch später bremsen, aber ich traue mich halt nie, weil das ist echt mega wellig, dadurch, dass da wieder die eine Streckenvariante auf die andere kommt, zu einer riesen Bodenwellen und dann wird das Auto da schon mal richtig leicht. Der Paddock hilft man auch nicht unterschätzen, die fällt nämlich nach außen extrem ab. Das heißt, wenn man oben gut reinfährt, kann es trotzdem sein, dass man unten dann sich am Ausgang verbremst. Jetzt bin ich ein bisschen weit rausgerutscht. Der ist aber nett in. Gerade mal so die Tür zugemacht. Oh Gott. Und ein Trick ist immer vor so schnellen Kurven einfach einen Gang noch hochschalten. Dadurch haben die Räder dann weniger Moment anliegen und die drehen jetzt so leicht durch. Man kann aber trotzdem Vollgas durchfahren. Boah. Da ist mir das Herz in die Hose gerutscht gerade. Und am Anfang war der relativ langsam und jetzt hängt er mir ganz schön krass am Sack. Jetzt hier mal eine andere Linienwahl. Anfang ein bisschen weit, dann etwas enger raus. Ich gehe auch gar nicht voll auf die Bremse. Ich tippe die immer nur so an, mache so eine Art Stotterbremse. Und ansonsten kannst du das Auto echt nicht auf der Bahn halten. Das ist der Wahnsinn. Nein, jetzt stopp. Jetzt habe ich hier auf meinem Handy zwar die Stoppuhr laufen, hat aber gerade umgestellt auf den Wecker. Jetzt sehe ich die Stoppuhr nicht. Okay, etwas krankere Linienwahl, etwas sehr weit und etwas sehr eng raus. Was ist denn los? Die Reifen können ja nicht so schnell abbauen. Jetzt habe ich mal wieder auf meine Eieruhr hier gestellt auf der Stadtenzielgeraden. 8 Minuten, sagt die. Ah, jetzt aber wieder die Linie getroffen. Aber auf dem Curb drin wieder die Räder durch. Ich kann das Rennen zwar kontrollieren, aber ich kann den nicht wegfahren. Das ist krass. Ja, 8,40 etwa. Ach du Herr Memt. Jetzt so langsam werde ich nervös. So langsam komme ich unter Druck. Vorletzte Runde ist hier das.
immer noch am Sack, war. Der hängt mir immer noch am Sack. So, das hier ist die letzte Runde. Jetzt nur nett wegwerfen. Nur nett wegwerfen. Okay. Okay, 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 okay. Juhu! Very well done. 0,4 Sekunden. Der Abstand. Alter Vater. Alter Vater. Und der Manx war noch in der Meisterschaft relativ weit vorn und der Fassler nur auf dem 6. Rang. Das würde ja schon fast bedeuten, dass die Meisterschaft entschieden wäre. Aber dann natürlich noch nicht ganz. Lass mal eben hier weiter zu den Ergebnissen. Upsa. Ja, sehr klug. Ich sage auch noch weiter zu den Ergebnissen. Also, wo sind wir denn? Da. Fette 10 Punkte. Winkelhock nur 1, der Fassler nur 3. Was dann in der Tabelle so aussieht. 44 Punkte. Das heißt, der Fassler muss gewinnen. Wenn ich einen Nuller mache und der gewinnt, habe ich 44 und der 45. Und alles andere würde bedeuten, dass der dann eine 10 bekommt, sondern eine 8. Eine 8 und 5, das wären 43. Das heißt, der Fassler oder der Manx müssen gewinnen und ich muss einen Nuller machen, um die Meisterschaft noch abzugeben. Aber guckt euch mal das Gewicht an. Ich habe 80 Kilo drin und der Fassler nur 32. Alter Vater. Was auch geil ist, jeder hat mal gepunktet. Sogar der Steven Kirsch hat einen Punkt bekommen. Boah, ja, what a fight, auf jeden Fall. Also dann, das nächste Rennen wird in Oschersleben stattfinden, was dann auch, wie ihr sehen könnt, das Saisonfinale sein wird. 10 von 10 Rennen dann gefahren. Und das wird natürlich nochmal spannend, ob wir den Titel holen können, um mit dem Titel abzutreten. Wäre natürlich der Obershit. Aber wie gesagt, dafür müssen wir punkten. Auf jeden Fall sehen wir uns dann nächste Woche wieder zum wieder mal letzten Saisonlauf der Mini-Trophy. Danach, wie gesagt, in der Formel BMW am Start. Aber die große Frage bleibt natürlich noch offen. Werden wir Meister oder werden wir es nicht? Das beantwortet sich dann nächste Woche. Bis dahin, halt die Wurst hoch. Ciao.